Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Landwirtschaftssimulators hier bei Mappen. So, ja, ich habe diese Drehplatten da importiert, habe die ganzen Pfade angepasst. Er wollte mir einfach in-game keine Textur geben. Dann hat die Pantera mir Physics geworfen bis zum geht nicht mehr. Ich zeige euch das mal eben. Und er wollte mir einfach keine klare Textur geben. Obwohl wirklich bis auf den Buchstaben genau der Pfad angepasst war. Zuerst kam halt hier Error can't load resource, obwohl alles wirklich da war. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, weißt du was, habe ich keinen Bock drauf, machen wir anders. So, dann durch das Drehen haben ohne Ende hier Actor Static Move und so ein Mist, habe ich keine Lust drauf. Deshalb werden wir jetzt einen anderen Händler nehmen. Und zwar habe ich mir den Grundriss aus meiner Map importiert. Ah, siehst du, guck mal, den können wir noch zumachen. Zack. Ah, gut, dann machen wir den auch noch mal kurz zu. Speichern, ne? Gut. Maps. Map 01 und öffnen. So, noch kurz was trinken hier. So, gut. Es ist klar, dass er jetzt hier sagt, er kann die Sachen nicht laden. Das ist ganz klar, weil ich die gelöscht habe. So, zack. Jetzt machen wir mal auf Clear und die Sache ist gegessen. So, jetzt haben wir hier den Fahrzeughandel. Haben wir noch bis jetzt nur den Zaun. Ist wohl nicht schlimm, weil wir sind jetzt hier in unserem Verzeichnis. Ich habe jetzt meinen Händler einfach geholt. Finde ich einfach tausendmal einfacher. So, wo ist er? Wo turnt er rum? Da hinten turnt er rum. Alles klar. Jetzt kommen wir erstmal auf den Boden der Tatsachen wortwörtlich, ne? So, ich sehe auch gerade die. Teilweise sind auch einfach die Pfade viel zu lang. Ich muss mir echt angewöhnen, die Pfade einfach nicht so lang zu machen. So, und wenn ihr das Problem zum Beispiel habt, dass der Navigator am anderen Ende der Welt ist und das Objektiv vor euch, dann geht ihr einfach so in diese Sicht, dass ihr den Navigator im Gebäude habt und dann halt schön mit Fingerspitzengefühl alles schön auf den Boden setzen, so wie hier, und dann passt das. So, ich habe jetzt hier noch meine Objektgruppe, die wir erstmal, sagen wir kurz, erstmal hier hinstellen. Da ist die Sichtweite auch zum Glück nicht so hoch eingestellt. So, jetzt haben wir das Händler. Erstmal ausschneiden, wenn wir erstmal in die Objektgruppe reinhauen. Jetzt haben wir den wieder hier. Jetzt fügen wir den noch mal neu ein. Das haben wir erstmal hier rüber. Du musst einmal auf den Boden holen, so im Groben, sag ich mal. Jetzt gucken wir mal kurz, wo ist die. Ach, mal Linse. Da hinten ist der Pool. Das heißt, wir werden ihn jetzt hier hin navigieren. Das war auch kein Problem. So, dann lassen wir den erstmal jetzt hier. Und wie gerade erklärt, einfach so diese Sicht nehmen. Und jetzt mit Fingerspitzengefühl einfach gucken, dass ihr so auf der gleichen Höhe seid. So. Wenn wir jetzt wieder hier unsere Transformgruppe haben, können wir wieder hier alles verschieben. Jetzt werde ich das aber einmal kurz safen. Einmal kurz die Map neu laden. Weil mir reicht das ehrlich gesagt nicht mit der Clear Map, mit der Clear Log. Er durfte keine Fehler werfen. Siehst du, macht er auch nicht. So muss das sein. Okay, wir haben jetzt hier unseren Händler erstmal primär stehen. Ne? Hier sind halt schon ein paar Fahrzeuge drin. Hier haben wir Anhänggeräte wie Saatmaschinen, einen Flug, ein Pöttinger Mähwerk, das Garantgüllefass, eine Mulde von Krampe, den Telelader. Und hier vorne haben wir auch so einige Maschinerien. Ne? So, alles klar. Jetzt müssen wir gucken, ob wir den Store überhaupt hier behalten wollen in der Ecke. Vielleicht sagen wir auch, nö, puh, wir möchten so ein zentrales Dorf machen. Ist ja nicht schlimm. Wir werden ihn aber trotzdem einfach mal sagen, pass auf, wir werden den Händler jetzt erstmal einzäunen. Jetzt können wir wieder schön mit den Attributen arbeiten. Können wir immer schön alles auf Null setzen, damit wir auch alles schön gerade und akkurat haben, so wie das sein muss. Dann lass einfach sagen, pass auf, hier hinten ist er eh dicht. Dann fangen wir einfach hier an mit dem Zaun setzen. Setzen den hier hin.
Jetzt nehmen wir vielleicht ein bisschen noch in den Boden. Jetzt drehen wir, ne? Genau auf minus 90. So. Und jetzt fängt das ganze Duplizieren an. Man könnte jetzt auch sagen, wir Element für Element für Element für Element setzen. Ist aber zu viel Arbeit für mich, wenn ich ehrlich bin. Deshalb machen wir uns auch hier ebenfalls eine Transformgruppe. Wir werden jetzt einfach mal hier gucken, dass wir hier auf 1 skalieren, hier auf 1 skalieren. Zack. Wenn wir jetzt hier auf 0 gehen. Okay, super. Gucken, dass wir ihn richtig schön dran kriegen. Mal kurz den Navigator ein bisschen runterfahren. Ich stand gerade schon wieder auf 35. So, zack. Müssten wir eigentlich schön mittig sein. Hier noch ein bisschen. Zack. Jetzt haben wir hier unsere Elemente, die wir nach Lust und Laune jetzt immer duplizieren können. Das heißt, wir duplizieren ihn jetzt wieder hier und haben eine nie endende Transformgruppe, was ich auch ehrlich gesagt gar nicht schlecht finde. Das haben wir hier. Machen wir mal bis hier. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Elemente. Wenn wir aber das erste jetzt anklicken, wo wir gerade unsere Transformgruppe quasi eingefügt haben, dann seht ihr, wir haben hier alles markiert. Das heißt, wir könnten jetzt quasi in eins durchgehen. Machen wir aber nicht, weil wir es bis hier gehen. Jetzt wird es hier gedreht. Gehen wir gerade wieder auf 0. Und fügen den Pol jetzt genau hier ein. Und dann haben wir schon mal einen schönen Zaun. Damit wir wirklich nicht Element für Element für Element für Element setzen müssen, können wir das einfach schön so machen. Ne? So. Jetzt werden die Fahrzeuge, denke ich mal, so hier in dem Bereich spawnen. Deshalb, wir werden wirklich noch ein ganzes Element hier hingehen. So, so. Jetzt werden wir noch ein Element nehmen. Werden das hier hinsetzen. Zack. Dieses drehen wir aber auch wieder. Das heißt, wir gehen jetzt hier glatt auf 90. Somit haben wir auch rechte Winkel. So. Na, oh, ich hasse diesen, das Neue. Wenn du irgendwas wegklickst, dann konntest du das mit Alt noch mal retten. Und das geht jetzt irgendwie gar nicht mehr irgendwie. Es ist mega doof. Also finde ich. Gibt's nichts Leckeres. Wie ab und zu mal so einen kleinen Monster. Okay. Wir sind am Zaun. Also wenn wir hier noch mal ein Element hinzupacken. So. Wobei ich finde, das reicht mir noch nicht. Ich mache das mal, ich möchte jetzt kein ganzes Element nehmen. Deshalb werde ich es nochmal. Ja, komm, eins nehmen wir noch. Dann nehmen wir noch eins. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hier unsere angefangene Transformgruppe haben. Wir wollen nicht die lange nehmen. Dann muss das Ette hier sein. Nee, noch gut, dass das. Hier ist ja. Lass mal gucken. So, zack, dieses auch nicht. So muss das ja eine weiter sein. Genau, okay, alles klar. So. Ist das die? Die wollten wir nicht haben, die lange. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, es müsste dies hier sein. Okay. So, dann duplizieren wir das. Schieben das bis hinten hin. So, der, na, wenn er je nachdem, wenn halt. Du kaufst ja nicht manchmal nur ein Fahrzeug, du kaufst ja auch mehrere. Da kommt ja noch ein bisschen Deko drauf, also jetzt nicht wundern, der sieht jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen groß aus. Und das meine ich, man konnte, wenn man sich verklickt hat, das immer noch mal mit Alt retten. Geht aber jetzt gar nicht mehr. Das nervt mich halt mega, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gehen wir hier wieder glatt. Machen jetzt erstmal unseren Zaun hier. Wir wollten duplizieren. Nicht subtrahieren. So.
Dann seht ihr auch mal immer, wie viel Arbeit das ist. Nicht mal hier, wenn man in Streams liest oder Co. oder auch bei anderen Streamern die Mappen. Ja, hier bauen wir mal eine private Map, ne? Ja, das ist nicht mal eben alles in 5 Minuten getan, tatsächlich. Das dauert schon immer ein bisschen, ne? So. Jetzt werden wir gucken, dass wir hier möglichst nah hingehen. 90. Wenn wir gut gearbeitet haben, haben wir sehr gut. Dann können wir jetzt den Pole löschen. Dann nehmen wir jetzt ihn hier. Doch, ihn hier war richtig. Jetzt hier hin. Als Abschluss. Und haben uns quasi einen Zaun drumherum gebaut. Jetzt müssen wir nur gucken. Hatte ich die eigentlich in Transformgruppen gepackt? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Das wäre ja einfach gewesen. Okay. Folge geht schon wieder viel zu lange. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen. Wir werden auch in den nächsten ein, zwei Folgen den Shop noch einrichten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Kalli.